Ich möchte die Gelegenheit zunächst nutzen, um mich bei den Wahlkämpfenden zu bedanken, um mich bei unseren sehr engagierten und auch richtig guten Spitzenkandidierenden zu bedanken, bei Jessica Kausen und bei Lars Leopold, aber auch bei dem gesamten Landesverband und natürlich auch bei den Wählerinnen und Wählern, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, weil wir mit klaren politischen Forderungen in diesen Wahlkampf gezogen sind, zum Beispiel die Energiefrage betreffend, die Mietenfrage betreffend, Gesundheit und das Bildungssystem in den Vordergrund gestellt haben. Und trotzdem muss ich an der Stelle natürlich sagen, dass das Ergebnis für uns an dieser Stelle enttäuschend ist, dass wir unsere Ziele nicht erreicht haben. Und dafür gibt es durchaus Ursachen, zum Beispiel auch im Land selbst begründet. Stefan Weil war ein sehr starker, beliebter Ministerpräsident. Ich glaube, auf den letzten Metern haben sich leider auch Wählerinnen und Wähler von uns aus taktischen Gründen für die Unterstützung anderer Parteien entschieden. Wir sind dort außerparlamentarische Opposition, haben in den letzten Jahren nicht die mediale Aufmerksamkeit deshalb genießen können, die wir wegen unserer Politik verdient hätten. Und natürlich zeigen auch die Wahlergebnisse zum Beispiel, dass wir in den Städten wesentlich stärker sind als auf dem Land. Das heißt, wir haben auch ein paar strukturelle Hausaufgaben in den nächsten Jahren zu erledigen als Partei, als Bundespartei, gemeinsam in enger Zusammenarbeit mit dem Landesverband. Ich freue mich sehr, dass Heidi Reichenick heute bei uns ist, die Landesvorsitzende aus Niedersachsen. Und mit diesen eingehenden Worten würde ich dich bitten, zum Wahlergebnis etwas zu sagen. Ja, vielen Dank. Ich kann mich den Ausführungen natürlich vollumfänglich anschließen und ich weiß, dass das die Presse immer ein wenig langweilt, aber ich möchte es trotzdem noch mal sagen. Ich danke allen meinen Genossinnen vor Ort, die wirklich sich Wochen und Monate lang auf gut Deutsch den Hintern aufgerissen haben, an den Infoständen standen, plakatiert haben, sich auf Podien gesetzt haben, diskutiert haben, Anfragen beantwortet haben und das alles in einem Klima, das uns nicht unbedingt wohlgesonnen war. Also das war eine unglaubliche Leistung und ich glaube, ich war eine der Personen, die im Landesverband am meisten unterwegs war, qua Amt natürlich und habe das da immer wieder gesehen und das hat mich tief beeindruckt und deswegen sage ich ganz klar, das Ergebnis haben wir so nicht verdient. Das spiegelt diese Anstrengungen einfach nicht wider und das frustriert uns. Das ist ganz klar. Wir haben uns da deutlich mehr erhofft und wir müssen das jetzt umfassend analysieren, das ist auch klar. Ich möchte trotzdem sagen, wir hatten eine wirklich gute Kampagne, die war klar und deutlich, die wurde auch von der Mitgliedschaft getragen. Wir haben in Niedersachsen alle an einem Strang gezogen. Ich glaube, das ist auch etwas, was die Linke nicht immer von sich behaupten kann, aber wir haben das gemacht. Problematisch war es natürlich, dass es für uns sehr schwierig war, mit diesen Themen, die wir auch klar gewählt haben, klar soziale Gerechtigkeit nach vorne gestellt haben, an die Öffentlichkeit durchzudringen. Das wurde oft überlagert. Aber wir haben es an vielen Stellen trotzdem geschafft und ich möchte auch so einen Punkt nennen, den ich sehr positiv finde und das ist der, dass wir bei den ErstwählerInnen im Vergleich zu unseren sonstigen Stimmergebnissen ziemlich gut abgeschnitten haben. Also die weiblichen ErstwählerInnen haben uns zu 7% gewählt, die männlichen zu 6%. Das freut mich als Kinder- und Jugendpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion natürlich besonders und ich glaube, das zeigt auch, wie wichtig das ist, mit unserem Jugendverband eng zusammenzuarbeiten. Das haben wir in dieser Wahl nämlich auch gemacht und das stimmt mich doch noch ein bisschen optimistisch. Was natürlich ein großes Problem war und ist, ist, dass wir die Leute nicht erreichen, die ganz klar sagen, dass ihre Lebenssituation problematisch ist. Die sagen, dass sie eben nicht genug Geld zum Leben haben. Die können wir nicht mitnehmen. Und das ist ja eigentlich unsere Kernklientel, diese Menschen zu vertreten. Wir haben jetzt 40% NichtwählerInnen, noch mal mehr als bei der letzten Landtagswahl. Und ich denke, das gibt uns auch ganz klar die Aufgabe, als Partei eine Strategie zu entwickeln, wie wir diese NichtwählerInnen ansprechen und die nicht eben dem Rechten ran zu überlassen. Und ich denke, das ist was, womit wir uns auch in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen müssen und werden. Ich denke, der heiße Herbst hat da schon erst einen ersten wichtigen Schritt getan, denn der hat eben die Sozialproteste nach vorne gestellt. Der hat den Leuten gezeigt, wir sind mit euch gemeinsam hier, um gegen die problematische Politik anzugehen. Und ich denke, da müssen wir weitermachen und dann sieht es beim nächsten Mal auch besser aus.